Hallo zu Da haben wir den Salat, dem Frühgarten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin Marlene vom Frühteam und ich heiße euch heute wieder ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge willkommen. Und wir haben heute den Elias zu Gast, einen Gärtner, den ich jetzt schon ein bisschen kenne und auch verfolge, zum Beispiel auf seinem Instagram-Kanal Garten Ede. Da erzählt er über seine Erfahrungen mit dem Gärtnern und auch in seinem Podcast mit dem gleichen Namen. Und heute ist er zu Gast in unserem Podcast. Da freue ich mich sehr drüber. Herzlich willkommen, lieber Elias. Ja, schönen guten Tag. Ich grüße dich, Marlene, und grüße natürlich alle Hörerinnen und Hörer recht herzlich und freue mich, dass ich heute dein Gast sein darf. Genau, heute mal zu Gast. stell dich doch gerne mal vor. Manche, die zuhören, kennen dich ja wahrscheinlich noch nicht. Also, wer bist du denn so? Was machst du so? Was hast du mit Gärtnern am Hut? Ja, also mein Name ist Elias und ich werde jetzt 35 und wohne in Thüringen und habe angefangen mit dem Gärtnern so vor 4 bis 5 Jahren, so in diesem Zeitraum, habe da das Glück gehabt, dass ich ein Grundstück übernehmen konnte, wo schon mal ein Garten angelegt war, der aber völlig verwildert war. Meine Großeltern hatten dort auf, ich würde so schätzen, 300 Quadratmeter sich schon mal so ein bisschen was aufgebaut im Sinne von, dass, also ich hatte schon mal Johannisbeeren und so, die ich übernehmen konnte, auch immer eine Brombeere und so. Und dann lag das Ganze dann brach es verwildert, alles was Beet war, wurde langsam zur Wiese über die Jahre. Und dann habe ich irgendwann meine Leidenschaft, wie auch immer, gefunden, dass ich dachte, ich probiere jetzt einfach mal so den Klassiker mit, ich will mal eigene Kartoffeln haben oder eigene Zwiebeln, so diese Kulturen, wo man auch gerade zu Beginn nicht so viel verkehrt machen kann und auch mal eine Tomate irgendwo im Baumarkt mitgenommen und reingestellt. Und dann wuchs das so langsam und so, dass ich dann sagen kann, so ab 2020 wurde es dann doch schon so ernst, dass ich viel, viel Zeit im Garten verbracht habe und dann auch angefangen habe, das Ganze zu dokumentieren bei Instagram und eben auch in meinem Podcast Garten Ede. Und genau, dann habe ich da so meine Leidenschaft plötzlich gefunden und der Funke sprang über. Und so, wie ich das ganze Jahr über im Garten bin, komme ich jetzt tatsächlich auch gerade frisch aus dem Garten. Also ich entschuldige mich schon mal noch für meine dreckigen Hände, denn ich war gerade dabei, die Erdbeeren sauber zu machen. Genau. Ja, das Thema Erdbeeren sprechen wir auf jeden Fall gleich noch. Ich habe nämlich gesehen, dass auch deine letzte Podcast-Folge auch zum Thema Erdbeeren war. Noch vorab eine Frage so zu deinem Start mit dem Gärtnern. Woher hast du denn dein ganzes Wissen? Also wie hast du dich da fortgebildet, ganz viel ausprobiert, falsch gemacht und nochmal neu angefangen? Oder wie hat sich das so entwickelt? Also Thema Wissen ist alles so irgendwie über die Zeit gekommen. Mal natürlich auch durch YouTube und Co. habe ich mir ja viel angeschaut und dann habe ich mir auch hier und da mal ein Buch gekauft und habe da drin gelesen. So das, was mich am meisten ärgert so im Nachhinein ist eben, wie gesagt, meine Großeltern haben das Ganze bewirtschaftet und ja, so mit 18, 19 so im Heranwachsen hatte ich so überhaupt gar keinen Sinn für Garten und so. Und das war eher so, ja, du musst in den Garten und musste mal was machen. Und das ärgert mich bis heute, dass ich da wirklich nicht einiges mitgenommen habe, weil ich glaube, da hätte ich doch einige Fehltritte mir sparen können, indem ich einfach damals schon ein bisschen aufmerksamer gewesen wäre. Und ich habe dann wirklich so klassisch angefangen mit, ich habe dann bei YouTube mal Self-Bio, den Sascha, den hattet ihr ja auch zu Gast hier, habe ich mir die Videos angeschaut und von Rigotti und so, da gibt es ja wirklich ganz tolle Sachen und auch vom Ralf, dem Selbstversorgerkanal. Und dann habe ich so gesehen, okay, so kompliziert, wie ich mir das vorstelle, ist es eigentlich gar nicht, weil ich glaube, man lernt einfach viel durchs Machen. Und ja, so bin ich dann da reingestolpert und muss auch immer sagen, weil oft auch die Frage kommt, gerade auch von den Hörerinnen und Hörern, wie soll ich dann anfangen oder oder soll ich mir einen Garten kaufen, soll ich erstmal zu Hause anfangen? Und ich sage auch immer, ja, das Wichtigste ist halt einfach, du musst anfangen. Wie du anfängst und was du machst dann am Ende, wird sich dann sowieso über die Jahre nochmal ganz toll verändern und alles in ganz anderen Bahnen laufen meistens, weil du machst Erfahrung und siehst dann halt auch, das brauchst du mehr im Jahr, das weniger und daher, genau, ist das so die Sache.
auf die Ursprungsfragen zurückzukommen über Bücher und YouTube. Wie viele von uns und dann immer mal wieder so kleine Häppchen, sage ich mal, wenn man eine ganz spezielle Frage hat. Dann habe ich auch eine spezielle Frage zum Thema Erdbeeren. Was steht denn da gerade so bei dir an? Wie lange hast du die schon? Ist das bei dir so ein Beet, was du jährlich an der gleichen Stelle hast? Oder die manchmal rotiert man ja auch mit Erdbeeren so ein bisschen. Was ist da gerade so bei dir der Stand der Dinge? Also bei mir ist der Stand so, dass ich die Erdbeeren jetzt 4 Jahre an einem Fleck hatte, habe mich da leider auch nie so richtig drum gekümmert, im Sinne von, ich habe die zwar auch gedüngt und habe die auch mal ein bisschen die braunen Blätter entfernt, aber ich habe die halt machen lassen, so dass ich irgendwann keine Erde mehr hatte, sondern nur noch Ableger überall. Und die haben schon trotz alledem gut getragen, aber ich glaube, da wäre doch mehr möglich gewesen, wenn auch ein bisschen Licht und Co. rangekommen wäre. Und dann habe ich mir im Herbst dann eben gedacht, ich siedle die so ein bisschen um, habe mir ein paar Ableger gemacht und habe die dann eben in ein neues Beet gepackt, so dass die auch genügend Abstand zueinander haben. Und da war jetzt so heute meine Aufgabe erstmal so der Klassiker nach dem Winter. Das erste Unkraut rundherum ist gesprießt oder gesprossen, wie auch immer. Und das habe ich erstmal entfernt und habe dann eben damit jetzt begonnen, dass ich den Boden rundherum schon mal ein bisschen gelockert habe und heute Nachmittag dann ist eben noch mal so ein bisschen Düngung dran. Ich habe aktuell noch so Reste von Brennnesseljauche in meinem Garten. Die war zwischendurch gefroren. Wahrscheinlich ist er jetzt noch besser geworden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich die noch mal an die Pflanzen gießen. Und ansonsten eben auch so ein Klassiker im Frühjahr für schnelle, flüssige Düngung ist eben, wir haben einfach Hühnermist ein bisschen in Wasser aufgelöst stehen lassen und dann so im Verhältnis 1 zu 3, 1 zu 4 mit rangegeben an die Pflanzen. Und dann haben die schon mal so einen Booster, dass sie erstmal ins Jahr starten können. Genau. Spannend. Auch wenn du jetzt gerade so von deinem Erdbeerbeet erzählst, vielleicht magst du noch mal so einen kleinen Durchgang durch deinen Garten machen. Also was hast du so für Beete? Das ist auch auf jeden Fall ein sehr beliebtes Thema in unserer Community. Wie bauen die anderen so ihr Gemüse an? Haben die Hochbeete? Haben die ganz normale Beete auf dem Boden? Bauen die vertikal an oder in welcher Form auch immer? Wie sieht denn das bei dir aus? Bei mir ist es so, dass sich die Hochbeete ganz gut etabliert haben, einfach weil ich auch ein großes Wühlmaus- und Nacktschneckenproblem habe und da so ein bisschen... Ja, also die Wühlmäuse kann man dann schon fernhalten, indem man halt einfach den Wühlmausdraht unten reinpackt und dann finden die schon mal den Weg nicht rein. Die Schnecke kommt tatsächlich auch bis dorthin und wird auch ihren Weg so ins Hochbeet finden. Aber es ist dann ein bisschen, ja, es ist überschaubarer das Problem. Man kann auch mal dann absammeln und so. Das geht schon daher. Hochbeete einfach klassisch Upcycling, alte Paletten irgendwie über Baustellen bekommen und dann habe ich mir da immer aus 6 Paletten ein Hochbeet, wo dann schon gut was reingeht, zusammengebaut. Davon habe ich 4 Hochbeete. Dann habe ich so klassisch einfach Boden, da wo eben Wiese war, so ein bisschen das Gras abgestochen mit dem Spaten und habe das weggepackt und habe da dann meine Beetflächen gemacht. Da wiederum ist eben aber ja hier und da auch mal dann Wühlmaustunnel unten drunter und da wird dann auch mal die Ernte geteilt, sage ich mal. Dann habe ich ein Folientunnel seit dem letzten Jahr. Der hat mir natürlich dann doch einiges mehr an Ertrag geschenkt, als vorher gerade so Thema Tomaten und Co. möglich war. Da habe ich auch mich dann schon auch für 35 Quadratmeter, also sprich 10 Meter in der Länge und 3,50 in der Breite entschieden. Da passt dann auch schon mal gut was rein. Und dann hatte ich auch über die Jahre schon mal so Versuche gemacht mit Hügelbeet und mit Strohbeeten und so. Aber ich muss halt sagen, da waren dann doch die Wühlmäuse meistens schneller als ich am Ende bei der Ernte. Daher etabliert für mich Hochbeet dann das normale Beet und eben anstatt Gewächshaus Folientunnel einfach, weil es für die Größe dann finanziell einfach auch deutlich erschwinglicher ist und auch eben da zur Not irgendwann mal der Standort gewechselt werden kann, ohne viel Fundament dann irgendwie im Boden zu haben und Co. Okay, und was wächst denn so bei dir? Also was baust du dieses Jahr vielleicht, was baust du dieses Jahr so an? Was hast du da schon so geplant und wie viel Nutzfläche ist das vielleicht auch insgesamt? Vielleicht kannst du das ungefähr sagen, wie viel Platz du da hast.
Also Nutzfläche sind es insgesamt, würde ich schätzen, mittlerweile so 500 Quadratmeter, schätze ich, die ich komplett nutze für den Gemüseanbau. Da kommt hier und da immer mal was dazu, weil irgendwie findet man ja, es ist nie genügend Platz und man findet immer noch eine Ecke, wo was hin kann. Insgesamt Grundstücksfläche habe ich, glaube ich, 1900 Quadratmeter. Also da ist auf jeden Fall auch noch einiges am Platz da, um sich noch zu verwirklichen. Und an Gemüsesorten ist es so aktuell, ich habe das Glück, dass ich einen großen Wintergarten habe. Da kann ich dann eben die Pflanzenzucht gut starten. Und ja, da habe ich in diesem Jahr Chili-Sorten, glaube ich, sind es 18 Sorten geworden mit 103 Pflanzen, die ich gerade stehen habe. Da ist dann Wow, wirklich, Chili-Liebhaber. also ja, auf jeden Fall. Und da ist eben von mild bis ganz, ganz scharf alles dabei. Auch so Bratpaprika dann und sowas alles. Also da bin ich immer recht gut aufgestellt, weil das eben auch was ist, was dann auch verbraucht wird bei uns zu Hause so. Weil man muss ja wirklich dann auch schauen, manche Sachen hat man dann vielleicht auch im Überfluss. Da freuen sich auch Nachbarn und Co. drüber, auch eine schöne Sache. Aber ja, man muss halt immer ein bisschen sehen, dass es sich am Ende auch rechnet für den Eigenverbrauch. Genau, aber zurück zum Gemüse. Ansonsten habe ich jetzt Tomaten pikiert. Letzte Woche, das sind auch, ich glaube, 160 Pflanzen, glaube ich, geworden. Davon nutze ich nicht alle selber. Also ich verteile auch noch hier und da wieder so im bekannten Freundeskreis und so. Aber ich schätze so, ja, so 90 Pflanzen werden schon irgendwie A, in den Folientunnel, dann nochmal ins normale Beet mit Freilandtomaten kommen. Und auch hier so zu Hause auf der Terrasse werden auch nochmal ein paar Kübel ihren Weg finden. Daher Tomaten und Chili ist schon so das Hauptding. Ansonsten natürlich neben den Erdbeeren, die jetzt schon draußen stehen, habe ich noch die Winterzwiebeln, die schon da sind. Hat sich bei mir auch toll etabliert, muss ich auch als Tipp oder kann ich als Tipp an alle geben. Da die letzten Jahre ja doch recht trocken waren meistens und auch wahrscheinlich die zukünftigen Jahre so werden, ist es immer eine schöne Sache, Winterzwiebeln zu machen, sprich im Herbst Zwiebeln zu stecken, die dann über den Winter und im Frühjahr schon mal ein bisschen Feuchtigkeit speichern können und schon deutlich größer werden als die Steckzwiebeln, die man im April dann in den Boden packt. Und man hat natürlich auch ein bisschen eine Verfrühung, so dass man schon früher im Jahr mal eine Zwiebel aus dem Garten mitnehmen kann. Und ja, ich glaube, das kennen wir alle, dass wenn man so frische Sachen mit nach Hause nimmt und dann auch noch aus dem eigenen Garten, besser geht es ja dann natürlich nicht. Also da verfeinert die Zwiebel oder bringt die Zwiebel dann das Gericht nochmal auf ein ganz neues Level, was man so zu Hause in der Pfanne brutzelt. Auf jeden Fall. Also Genau. Zwiebel bin ich auch ein großer Fan, aber auch für die Lagerung. Ne? Das finde ich auch immer so toll, dass also wir haben jetzt noch die letzten Zwiebeln gerade aus dem letzten Jahr. Ich hüte die gefühlt so ein bisschen so, ah, noch die letzten 5 Zwiebeln. Aber finde ich allgemein Ja, eine toll, die tolle Sache. anzubauen. Und neben den Zwiebeln ist natürlich auch der Knoblauch eine ganz dankbare Sache, weil man den natürlich nicht nur hervorragend lagern kann, sondern auch wunderbar vermehren kann, wieder durch die eigene Ernte und natürlich auch in keinem Gericht zu Hause fehlen darf. Das muss man natürlich einfach so sagen, weil ich glaube, bei uns gibt es kaum ein Gericht, wo kein Knoblauch drankommt. Und auch da, der nimmt auch einen großen Teil ein in meinem Garten tatsächlich, weil ich da auch, ich glaube, 15 Sorten im Anbau habe dieses Jahr. Wow. Und also da habe ich auch wirklich gesucht, weil ich, also ich hatte immer so 5, 6 Sorten und habe dann von dem rosafarbenen Knoblauch über den ganz weißen, der dann schon wirklich richtig kräftig ist, schon mal immer mal ein bisschen experimentiert. Und dieses Jahr dachte ich mir, oder letztes Jahr vielmehr, ich schaue mal so ein bisschen durch die ganzen Webshops durch, was es so für Sorten gibt, auch von so Elefantenknoblauch, der dann wirklich irgendwie, wo dann eine Zehe so groß ist wie eine Knolle bei anderem Knoblauch und so. Da bin ich wirklich gespannt. Also da habe ich mir dieses Jahr auch ein großes Beet gemacht. Da haben wir eigentlich immer so im Jahr, wenn man so Thema Selbstversorgung ist, hat sich so gezeigt, mit 6 Kilo kommen wir eigentlich immer so genau übers Jahr mit sechs Leuten im Haus und können, da kann ich dann immer schon noch mal was nehmen, um den wieder zu stecken mit den Zehen. Daher, ja, ich denke, dieses Jahr wird es ein bisschen mehr werden. Da freuen sich wahrscheinlich wieder alle Bekannten und Verwandten rundherum, weil natürlich auch frischer Knoblauch schon ein Geschmackserlebnis für sich ist. Das muss man ganz klar sagen. Und es gibt kaum was Schöneres, muss ich sagen, wenn man so Knoblauch erntet und man bricht dann so ein bisschen schon mal das Grün ab und der ganze Garten hat schon dieses Aroma. Und dann weiß man schon, was so auf einen zukommt. Und dann zu Hause, wenn man den frischen Knoblauch dann so schält und schneidet und man hat so
so leicht klebrige Hände, was du nur bei echt frischem Knoblauch hast, wo du so merkst, da ist irgendwie, der ist saftig, da ist was da. Und ja, ist halt eine ganz andere Hausnummer. Also daher Knoblauch auch eine Sache, die bei mir im Garten immer zu finden ist. Und mit den Sachen, weil wir darüber gesprochen haben, was ich sonst so schon ausgesät habe, ist halt jede Menge Querbeet, Kohl, alles Mögliche habe ich ausgesät. Da habe ich jetzt auch im Garten das erste so mal ein bisschen einen Kohlkopf hier und da schon mal rausgesetzt, habe Porree jede Menge schon draußen, habe natürlich durch den Folientunnel auch eine Verfrühung in der Ernte, hoffe ich zumindest. Da habe ich jetzt schon mal so Radieschen und sowas alles ausgesät und Spinat wächst da schon ganz fleißig drin. Also ich bin guter Dinge, dass ich da jetzt eigentlich anfangen kann, eigentlich so ab Ende März jetzt anfangen zu ernten zu Hause. Auch mal hier und da einen Salat, die machen sich auch ganz wunderbar. Daher, also ich glaube, so von Sorten und Co. aufgestellt bin ich wirklich in alle Richtungen irgendwie. Ja. Ja, zum Thema Sorten hätte ich auch direkt eine Frage. Wie wählst du die denn aus? Also wenn du auch so viele Sorten anbaust, worauf achtest du da? Muss das was ganz Exotisches sein oder gehst du vor allem nach Geschmack oder nach Einfachheit für den Anbau? Was sind so deine Kriterien? Auch da muss ich sagen, ist es so, was so auch einer meiner Grundsätze so ist im Garten. Ich habe manche Sachen so altbewährtes, wo ich sage, das funktioniert und dazu gesellt sich dann jedes Jahr irgendwas, was ich ausprobiere. Sprich, ich habe eigentlich bei den Kartoffeln und so immer so Sorten, wo ich sage, die haben sich einmal bewährt, die kommen auch im nächsten Jahr wieder ins Beet. Und bei den anderen Sachen fange ich dann halt an und das, was so zusätzlich dazu kommt, einfach auch mal wieder was Neues ausprobieren, mal einen anderen Geschmack reinbringen. Und so mache ich das bei den Kulturen eigentlich, bei den Samen achte ich darauf, gerade so Tomatenschließamen, dass ich samenfestes Saatgut habe. Ich möchte keine F1-Hybriden oder irgendwas haben. Also da gucke ich schon, weil ich gerne mein Saatgut auch wieder verwende, um dann im nächsten Jahr das auch wieder, da wieder neue Pflanzen zu ziehen. Und bei dem F1-Hybrid-Saatgut hast du ja dann wieder die Sache, du vermehrst das, weißt aber im nächsten Jahr nicht, was rauskommt. Da bin ich schon so ein bisschen, natürlich ist das kein, also es darf natürlich auch mal, wenn ich jetzt was Bestimmtes finde, was mir gefällt, nehme ich das dann auch mal mit, auch im Baumarkt und so. Aber im Großen und Ganzen bin ich da schon so bei der Qualität vom Saatgut schon hinterher, dass das passt. Und ja, ich bin da im engen Austausch auch mit Kulinaris Saatgut, falls du die kennst, Haben wir auch aus im Shop bei habt ihr uns auch im im Shop. Shop, Okay. genau. Und ja, mit denen bin ich da immer sehr im Austausch, weil die ja auch viel testen und die testen das ja auch wirklich so, dass man sagt, die holen sich zum Beispiel Tomatensorten ran und dann werden die rausgepflanzt und stehen dann so halt an Luft, Wind und Co., wie es ist. Und dann wird halt getestet, macht die sich gut in den Breitengraden und die Bedingungen sind ähnlich wie bei mir. Und wenn die das dann überstehen und bestehen und auch gute Ernteerträge bringen, werden die dann halt mit aufgenommen in den Shop. Und da muss ich halt sagen, das ist so für mich die gesunde Art des Gärtnerns und ist halt dann so Unternehmen, wo ich gerne meine Sachen dann eben kaufe oder genau. Okay, und eine zweite Frage nach dem, was du eben erzählt hast, ist noch zum Thema Knoblauch, weil jetzt haben alle, glaube ich, Lust bekommen, Knoblauch anzubauen. Was sind denn so deine Tipps für den Knoblauchanbau? Und wenn man jetzt noch nichts gemacht hat in dem Bereich, dieses Jahr, kann man dann noch Knoblauch anbauen für die, die noch gar keine Ahnung zum Thema Knoblauch haben? Also ganz selbstverständlich kann man natürlich jetzt auch noch Knoblauch stecken, überhaupt kein Problem. Es gibt ja sowieso die zwei Perioden, einmal im Herbst und einmal im Frühjahr. Ich habe damals auch angefangen, im Frühjahr zu stecken. Der wird auch, man kriegt da auch schon ganz vernünftige Knollen raus. Aber natürlich ist, wenn man den im Herbst steckt, kommt dann am Ende was Größeres raus. Daher mein Tipp. Der Knoblauch eigentlich, wenn ihr die Möglichkeiten habt, immer im Herbst eigentlich in den Boden bringen, weil dann doch größere Knollen am Ende rauskommen. Ansonsten ist es so, Knoblauch kann ich nur jedem empfehlen, weil es völlig pflegeleicht ist. Also auch bei uns jetzt diesen Winter waren es hier wieder minus 18, minus 19 Grad und in manchen Nächten und da war das Grün der Knoblauchknolle hat rausgeguckt, schon so, weiß ich nicht, 10, 15 Zentimeter. Der übersteht das völlig problemlos. Da wird dann auch mal eine Spitze gelb und man sieht so, dass da so leichte Frostschäden mal dran sind, aber das tut dem Ganzen irgendwie keinen Abbruch. Das sieht dann am Ende trotzdem gut aus in den Ergebnissen und da halt auf jeden Fall auch wichtig ist, wo kriegt ihr euer Steckgut in dem Fall her?
Ich würde jetzt nicht einfach in den Supermarkt gehen und würde dort 0815 Knoblauch kaufen, den aufbrechen und würde die Zehen dann in den Boden stecken, weil A, die Frage ist, wo kommt der her, unter welchen Bedingungen ist der gewachsen, und meistens der günstigere Knoblauch so im Supermarkt ist dann meistens ein Produkt aus China, was natürlich unter unseren Bedingungen gar nicht wächst, und man weiß halt auch nicht, mit was der behandelt wurde, was ich mir da im Garten hole. Daher entweder Biomarkt irgendwie, wenn ich die Möglichkeit habe, einfach auf den Gemüsemarkt zu gehen und dort mal zu fragen, den Herrn oder die Dame hinter der Theke, wo das herkommt, und dann kann ich das nutzen zum Stecken oder aber irgendwo bestellen. Dann bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und für alle, die Lust darauf haben, einfach, man braucht nicht viel Platz. Man kann den auch überall wunderbar dazwischen stecken. Er ist zum Beispiel auch eine Kultur, die gewisse Schädlinge fernhält, gerade in der Mischkultur mit Erdbeeren, eine ganz tolle Sache. Also begünstigen sich beide wirklich. Und ja, ich denke, so ein paar Zentimeter irgendwo in den Ecken im Beet oder im Hochbeet oder wo auch immer, hat man immer mal frei, und dann einfach mal eine Zehe reinstecken und dann geht das Ganze ruckzuck. Also bin ich wirklich begeistert. Das ist eine meiner absoluten Lieblingskulturen, weil völlig pflegeleicht und ganz tolle Erträge rauskommen. Man merkt es auf jeden Fall. Ja. Wir können ja später nochmal sprechen zu einem Pflanzplan in der Fried-App zum Thema Knoblauch. Ich glaube, da wärst du der Richtige Ja. für. Und vielleicht noch so ein bisschen, vielleicht kleine Schleichwerbung, aber hast du einen Tipp, da einen Händler, eine Händlerin deines Vertrauens für Knoblauch? Ich kaufe da häufig auch bei dem vorhin schon genannten Sascha in seinem Borago-Shop ein. Oder aber für mich auch ein guter Anlaufpunkt ist Hofjebel. Die haben auch querbeet, also von Sämereien über sonst auch Kartoffeln und so, alles möglich. Und da muss man sich ein bisschen beeilen, so. Da muss man dann so ab August, September schon mal auch regelmäßig schauen, wann die ganzen Sorten da sind, weil die sind natürlich dann auch häufig vergriffen. Also weil gerade auch so die besonderen Sorten, ich habe dieses Jahr, wie gesagt, auch zwei Sorten, die werden recht groß. Da muss man dann schon früh dran sein, weil die natürlich dann auch gesucht sind überall. Ja. Okay. Ja, ich dachte, ich frage mal, weil wenn mir die Frage so aufkommt, dann geht es bestimmt auch vielen HörerInnen so. Und bei uns im Shop hat man ja vor allem Saatgut, aber so Jungpflanzen und so Stecksachen nicht so. Hoffentlich in Zukunft, aber da freut sich der eine oder die andere vielleicht über den Tipp. Also vielen Dank. Wir sind jetzt auch schon so langsam am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich würde das gerne noch beenden mit einem Tipp von dir an alle, die zuhören. Hast du allgemein zum Gärtnern, also wir haben jetzt ja schon viele Tipps von dir bekommen, aber so allgemein zum Gärtnern noch einen Tipp, den du gerne ja, an die HörerInnen weitergeben möchtest? Ja, also als Tipp kann ich nur immer wieder sagen, wie schon häufig erwähnt, einfach anfangen und machen, weil ja, man lernt über die Zeit dazu, und im schlimmsten Fall ist halt irgendeine Kultur nichts geworden und ich ernte nichts, aber das ist ja am Ende überhaupt kein Problem, weil dann mache ich es im nächsten Jahr anders oder gar nicht mehr und pflanze dafür wieder was anderes. Und das ist ja das Schöne beim Gärtnern. Ich kann mich halt einfach ausleben, in welche Richtung auch immer. Und wenn was nichts wird, dann habe ich dazugelernt und gut ist. Daher einfach starten und einfach machen. Und auch nicht immer darauf hören, was man so manchmal im Umlauf irgendwo so kriegt mit, das funktioniert sowieso nicht und so, weil man muss es einfach viele Sachen probieren. Ich habe im letzten Jahr ein schönes Beispiel dafür, ist die Honigmelonen. Habe ich auch nicht gedacht vorher, dass es vor 5 Jahren, dass es überhaupt möglich ist. Und ich habe im letzten Jahr, glaube ich, dann, ich weiß nicht, 10, 15 Honigmelonen geerntet, wo ich halt sagen muss, ja, und eine frische Honigmelone, allein der Geruch, wenn der so im Gewächshaus oder Folientunnel ist, ist schon eine Attraktion für sich. Daher einfach machen und gar nicht so viel beeinflussen lassen von allem rundherum. Und ja, und im besten Fall, was auch noch immer viel hilft, ist vielleicht auch irgendwo im Bekanntenkreis Gleichgesinnte finden, wo man sich dann auch mal so ein bisschen austauschen kann. Und wo man vielleicht auch dann sagen kann, der eine hat eine Streuobstwiese, dann hat man da schon mal ein paar frische Äpfel über den Sommer, der andere baut den Knoblauch an und bringt den Knoblauch rein und so. Daher, ich glaube, so Gemeinschaft ist noch so eine ganz tolle Sache, die man da erleben kann. Und daher einfach anfangen, ein bisschen Gleichgesinnte suchen und Spaß haben. Ja. Hast noch gute Tipps zum Ende. Noch eine Sache,
wo finden wir dich? Also wenn man jetzt sich dein, wenn man sich den Kanal von dir mal anschauen möchte und den Podcast, also was müssten wir da eingeben, um zu dir zu gelangen? Ich werde es nochmal verlinken, auch in der Podcast-Folge, aber nochmal für alle zum Hören schon mal vorab. Also auf allen Podcast-Portalen einfach Garten Ede heißt das Ganze, ist auch ja, also leicht zu finden, genauso wie bei Instagram auch Garten Ede. Und ansonsten natürlich www.garten-ede.de, eine ganz tolle Internetseite, weil da ich so oft im Garten bin, ist das wirklich einfach nur eine Seite, wo, glaube ich, der Podcast-Player drauf ist. Und ich glaube, ich werde nicht müde, mindestens einmal in der Woche in der Folge zu erzählen, dass irgendwann natürlich auch auf der Website dann Bilder kommen zu den ganzen Sachen und so. Aber ja, da komme ich noch nicht so ganz hinterher. Daher, dort könnt ihr aber alles finden, wo der Podcast eben ist. Und ich freue mich natürlich immer am meisten bei Instagram und Co. über private Nachrichten oder da halt elias@garten-ede.de und dann immer in Kommunikation und Austausch stehen. Und ich bin immer froh, wenn ich Tipps kriege und auch neue Kulturen immer kennenlernen darf. Von allen. Genau. Also ran an die Kanäle, alle, die zuhören, und schreibt dem Elias, dann freut er sich. Ich Ja. freue mich auf jeden Fall, dass du heute zu Gast bei uns warst, dass wir uns nochmal in diesem Format gesprochen haben. Also vielen Dank auch für deine ganzen Tipps, die wir heute bekommen haben. Das wird bestimmt einigen dieses Jahr helfen. Ja, ich bedanke mich, dass ich dein Gast sein durfte. Bin jetzt eigentlich gerade erst so richtig warm gelaufen und habe mich eigentlich jetzt warm gemacht für die nächsten 2 Stunden, aber okay. Vielleicht dann ein andermal nochmal. Teil Es 2, Teil wird 3, immer mehr zu genau. reden geben. Dann war es aber für heute mit Da haben wir den Salat, unserem Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Schaut doch auch mal in unserer Früht-App vorbei, wenn ihr es noch nicht habt. Da kriegt ihr ganz schnell Gartenwissen und könnt euch auch in der Community mit Gleichgesinnten austauschen, wenn ihr vielleicht nicht welche um die Ecke habt. Die App findet ihr im App Store oder unter www.früht.app. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Gärtnern, vielleicht auch beim Knoblauchanbau dieses Jahr. Und bis zum nächsten Mal.